Guten Tacho, Boys and Birds. wie geht's euch? Mir geht's gut. Wir haben immer noch den 2. März. Ich mache jetzt mein zweites Video. Ich habe ja vorhin das Anfangsvideo oder den Anfangsvlog über den Mercedes gemacht. Und jetzt mache ich mal einfach nur einen Standard-Moto-Vlog. Ja, eigentlich hatte ich mir heute nur vorgenommen, jetzt nur das eine Kurzvideo zu machen, was halt am letzten Video war. Aber irgendwie, meine Hausstrecke ist jetzt noch so lang. Ich fahre jetzt noch über Strahlen und dann quasi wieder zurück Richtung Rheinberg. Ja, ich wollte erstmal nochmal Danke sagen. Seit Weihnachten oder wann ich die 400 Abonnenten Folge habe, sind ja schon wieder 49 oder 50 oder irgendwie sowas in dem Dreh dazugekommen, obwohl ich gar keine Videos hochgeladen habe, außer das eine mit der Drohne. Jetzt habe ich die Drohne gar nicht dabei, sonst hätte ich auch noch was Cooles machen können. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Jetzt habe ich so ein Ding und nehme den nicht mit. Man kennt mich. Verpeilt bis zum Geht nicht mehr. Ja, so ein bisschen vielleicht über meine... Ja, über das sprechen, was ich dieses Jahr vorhabe. Hier mit euch auf diesem Kanal. Ja, ich habe mir jetzt keine Liste gemacht oder einen Zeitplan oder sonst wie was. Und dadurch, dass jetzt noch das neue Projekt der Mercedes dazugekommen ist, irgendwie wird sich mit Sicherheit auch sehr viel darum drehen. Aber trotzdem möchte ich natürlich meinen Motovlog hier auch nicht vernachlässigen. Was mir auf jeden Fall schon mal ganz spontan einfällt, hoffe ich ja, dass es dieses Jahr mit dem YouTube-Camping klappt. Mit ja, dem einen oder anderen Motovlogger. Das habe ich ja schon letztes Jahr eigentlich mal angekündigt gehabt. Das hat aber leider überhaupt nicht funktioniert. Weil ja, Corona oft einen Strich durch die Rechnungen gemacht hat oder auch privat bei dem einen oder anderen hat es zeitlich nicht zusammen gepasst. Aber ich hoffe, das kriegen wir dieses Jahr hin. Das wird bestimmt auch spannend. Und ja, da freue ich mich definitiv drauf. Ich hoffe, das klappt, Leute, Jungs. Ihr wisst, wen ich meine. Das auf jeden Fall, da treffen wir uns so richtig, ja, ziemlich mittig von Deutschland. Da werde ich dann mit meiner Carry dann dahin gurken, ganz gemütlich, Koffer voll und hinten Sack drauf und Bier dabei und was weiß ich nicht alles. sowas in der Art. Wird bestimmt geil, werden bestimmt geile Videos entstehen. Dieses Jahr auf jeden Fall mehr Vlogs mit Michael Makovec machen. Das hatten wir eigentlich schon so Richtung Ende letzten Jahres vor. Da hat es aber bei mir oft zeitlich nicht hingehauen. Weil ich viel arbeiten war und sonst hat eins, das hat alles irgendwie nicht gepasst. Und ach, das war dann auch mit meinen Schichten manchmal nicht. Und oh, das tut mir auch manchmal leid dann so, ne, weil ich dann auch gesagt habe, ah, bei mir passt das auf jeden Fall und ich fahre auch im Winter. Und ja, da mache ich auch. Ich fahre ja auch im Winter. Egal, da werden auf jeden Fall ein paar coole Videos entstehen. Gehe ich mal davon aus. Weil so weit auseinander wohnen wir nicht. 80 Kilometer oder was? Finde ich, ist eine überwindbare Entfernung, um mal eben ein Video zu machen eigentlich. Ne? Oder wie seht ihr das? Ein paar Shopper-Vlogs. Ja, was gibt's denn noch? Auf jeden Fall Nürburgring dieses Jahr. Habe ich vor mit der Wilma. Das muss dieses Jahr klappen. Zusammen mit dem GT Matze wahrscheinlich dann auch. Dann auf jeden Fall noch 51 Abonnenten müssen noch kommen, Leute, weil wenn ich 500 Abonnenten habe, dann kann ich auch Statusmeldungen hier reinfeuern in YouTube. Das heißt, für die Leute, die kein Instagram haben oder mir da nicht folgen, und da haue ich dann ja schon mal ein paar Status rein oder ein paar Informationen, ein paar Bildchen oder sonst wie was. Oder Abstimmungen oder so. Das kann ich dann alles hier auf den YouTube-Kanal legen, weil für die Leute, die mich hier auch verfolgen und mir hier zugucken, nicht jeder von denen hat den ganzen anderen neumodischen Scheiß auch. Und kann ja auch verstehen, dass man nicht alles haben will. Und so kann ich dann einfach hier auch solche Statussachen und Nachrichten und sowas hochladen. Dann geht er da auf jeden Fall keiner Neuigkeit verloren sozusagen, oder geht euch keine Neuigkeit, so hört sich das besser an. Und irgendwie muss das hier höher einstellen, so.
Ja, was gibt es dann noch? Ja klar, bei Carry wird mit Sicherheit das eine oder andere noch gemacht. Den Motor werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachmalen müssen, weil da ist ein bisschen Benzin raus aus dem Benzinhahn und der Motor, die ganze Farbe ist verlaufen bzw. weg. Da werde ich einiges machen müssen. Um Carry werde ich mich auch ein bisschen kümmern, was ich schon seit Ewigkeiten sage, Leute, seit Ewigkeiten will ich hier schon die Tachobeleuchtung ändern und seit Ewigkeiten will ich den Motor lackieren und was weiß ich nicht alles. Ich versuche auf jeden Fall, mich auch wieder mehr um die zu kümmern. Ich hatte jetzt auch so Bock, die wieder zu fahren und macht auch wieder mega Bock. Neue Reifen habe ich für die schon zu Hause liegen. Ich habe schon neue Reifen für das Baby hier zu Hause liegen. Da musste ich dieses Jahr auf jeden Fall sehr schleunigst zum TÜV. So würde ich es mal behaupten. Ich glaube, mit dem Reifen, die drauf sind, komme ich sogar noch drüber. Ich habe gedacht, die wären mehr abgefahren. Das werde ich die nächsten Tage irgendwann mal oder nächste Woche vielleicht mal probieren. Fahre ich einfach mal zum TÜV. Wenn er sagt, ja, nee, das ist schon zu knapp, dann mache ich die neuen Reifen drauf. Aber ich hatte mir das so überlegt, dass ich mit den Reifen auch zum TÜV kann, dass die dann durchgeht und dass wir dann in den nächsten 2 Monaten oder wann, sobald das Wetter wärmer wird, dass ich dann zum Nürburgring fahre und danach brauche ich auf jeden Fall neue Reifen. So, dann belaste ich damit nicht die neuen Reifen. So zumindest meine Vorgehensweise, die ich mir ausgedacht habe. Ob es dann nachher so passt, das werden wir dann sehen. Wie der TÜV-Prüfer entscheidet. Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch noch ganz, ganz, ganz viele Themen auf meiner Liste aufgeschrieben für Motorvlogs und so weiter. Dann wird natürlich ganz viel über den Mercedes kommen, Rost, Flexen, Schweißen und so weiter. Ich habe mir ein Schweißgerät gekauft. Ja, also Geschichten. HiFi oder ich sag mal so ein leichter HiFi-Ausbau am Mercedes und so weiter und solche Geschichten. Es gibt ja auch ganz viele Regeländerungen jetzt in diesem Jahr, was Verkehrsregeln angeht oder so. Wie zum Beispiel ist ja jetzt Pflicht, eine Corona-Maske im Verbandskasten zu haben. Also Geschichten. Dazu mache ich mal ein extra Video. Ja, vielleicht. Ach ja, genau. Jetzt werde ich bald, sehr bald sogar, einmal eine 125er fahren von einem Zuschauer von mir, mit dem ich mich auch schon mal getroffen habe. Wer sich daran erinnert, in Moers habe ich mich mal mit einem getroffen, der dann mit seinem Helm und seinem Fahrrad da ankam. Der ist auf jeden Fall ein cooler Junge und der hat mir geschrieben oder mich gefragt, ob ich nicht mal seine 125er fahren will. Da mache ich doch direkt ein Video, gerade für euch da draußen, für die 125er Fraktion. Ich weiß, letztes Jahr gab es auf Instagram schon mal eine Abstimmung oder eine Frage, ob ihr da Bock drauf habt. Und ja, werde ich machen. Dann wird mit dem André auch nochmal ein 125er Video kommen. Er hat ja diese umgebaute 125er Honda Rebel. Sehr, sehr geiles Teil. Und damit wollte ich ja auch noch fahren. Das machen wir jetzt auch bald, sobald das Wetter besser wird. Ich habe auch so viele Nachrichten mittlerweile in den letzten Monaten bekommen. Das fällt mir gerade mal so spontan ein, die mir geschrieben haben, hör mal, ich finde dich klasse, so wie du redest. Und Leute, die mich wegen meiner Persönlichkeit gucken, um das mal einfach zu sagen. Und das ist das, was mich jetzt wieder noch mehr motiviert, hier weiterzumachen und Gas zu geben. Klar, jetzt war so ein bisschen Winterflaute, Leute. Das haben ja viele, weil wer fährt schon im Winter durch die Gegend, wenn es nass ist und so weiter. Oh ja, yeah, da macht aber wieder Spaß. Macht aber richtig Spaß. So wie Weihnachten und auch nach Weihnachten und auch hier aus meiner Umgebung mittlerweile der ein oder andere dazugekommen. Also finde ich schon sehr, sehr stark. Ich finde das... Ja, ich weiß nicht, was man an mir dann findet, dass man mir solche Nachrichten schreibt, aber irgendwas müssen die Leute dann ja gut finden. Einfach vielleicht die Persönlichkeit, die Ehrlichkeit einfach raushauen und ich zeige ja auch meine Fehler oder Fehler, die ich mache und so weiter. Warum soll ich den Dingen beschönigen oder schönreden, ne? Macht ja wenig Sinn. Oder auch meine Gefühle manchmal zeigen in so Videos und wie ich über Sachen denke und was mir natürlich auch sehr schwer fällt und gerade noch beim Bearbeiten schwer fällt. Ihr müsst ja überlegen, ist ja nicht nur, dass ich jetzt hier rumfahre und hier quatsch, sondern ich muss die ganze Scheiße auch noch bearbeiten. Ich mach's doch. Das ist ja schon verdammt viel Arbeit. Und einfach da von verdammt vielen Leuten mittlerweile durch ihre Nachrichten etwas zurückzubekommen, finde ich schon sehr geil. Ich danke euch auf jeden Fall da draußen dafür. Und ich habe eine geile Versicherung gefunden für meinen Mercedes. Ist durch Instagram entstanden, Leute. Ich habe gestern
ein Foto hochgeladen von dem Mercedes, wo man den so ein bisschen von hinten sieht, von der Fahrerseite. Und in meinem Text geschrieben, ich bin jetzt noch auf der Suche nach einer guten, günstigen Versicherung. Da ich den sowieso nur Saison anmelde, von April bis Oktober. Und jetzt dieses Jahr wird sowieso mehr geschraubt als gefahren. Ich habe erst bei meiner Versicherung geguckt, da wollen die im Jahr dann 160 Euro für haben. Okay. Als Zweitfahrzeug. Man fängt dann SF Stufe 1,5 an oder was weiß ich nicht, ne? Ne, SF4 fängt man dann an, genau. Und dann habe ich bei Check24 eingegeben, da war die günstigste dann für das ganze Jahr 101 Euro oder 102 Euro. So, ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, Leute, eben bei der Akku leer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der überhaupt noch aufgenommen hat. Also auf jeden Fall muss ich jetzt mal eben schnell Akku wechseln. Ja, was gibt es denn jetzt noch so für Pläne, die ich so mir im Kopf gesetzt habe für dieses Jahr? Ich weiß gar nicht. Videos mit der einen und den anderen auf jeden Fall. Ich habe ja meine Liste, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich hoffe, dass das YouTube-Camping stattfindet dieses Jahr, dass wir das dieses Jahr irgendwie hinbekommen. Der Mercedes ist jetzt dazugekommen als Projekt, was aber nicht nur dieses Jahr ist, sondern das wird wahrscheinlich ein längeres Projekt. Ja, ich versuche schweißen zu lernen. Ja, ich hoffe, die eine oder andere Tour, dass ich dieses Jahr schaffe, auch mit dem Motorrad zur Küste zu fahren, Elvis besuchen, mit Elvis da eine Runde zu fahren und Videos zu machen. Elvis Oldschool, ihr kennt ihn. Er hat jetzt länger nichts gemacht. Ich hoffe, dass er aber nicht einschläft bei ihm, weil er ist auf jeden Fall ein cooler Junge. Ja. Was gibt es denn noch, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr? Ja, definitiv Nürburgring, habe ich auch gesagt. Nürburgring, erste Mal Nürburgring. Puh. Das wird bestimmt lustig. Mit dem GT Matzen wahrscheinlich zusammen. Er kennt die Strecke ja schon. Wahrscheinlich fährt er mir sowieso davon. was gibt es denn noch so dieses Jahr? Ja, Twitch auf jeden Fall weiter ausbauen. Was jetzt mit dem YouTube-Kanal hier nichts zu tun hat. Aber vielleicht werde ich mal hier mit der Kamera und mit dem Handy kann ich ja live gehen auf Twitch, dass ich vielleicht mal live mit dem Motorrad irgendwo durch die Gegend eier. Das kann ich auf YouTube, glaube ich, erst, wenn ich 1000 Abonnenten habe, meine ich. Das kann ich jetzt noch nicht. Ich kann bei YouTube nur live gehen über Computer. Wenn ihr da Bock drauf habt, auf einen Livestream über YouTube, also hier auf dem Motovlog-Kanal, natürlich von zu Hause aus, ja, dann lasst mich das mal wissen. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es da das ein oder andere Thema, was ihr vielleicht mal ansprechen wollt oder besprechen wollt oder von mir wissen wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wenn er dazu nichts sagt. Ja. Dann weiß ich Bescheid, dann halte ich lieber meine Schnauze. Nee. Auf jeden Fall, die Technik ist da und immer mehr ausgebaut, weil auf Twitch bin ich ja jetzt häufiger. Und ich habe durch das Twitch-Programm, da bin ich jetzt in diesem Affiliate-Programm drin, musste ich jetzt schon eine Selbstständigkeit, also Kleingewerbe anmelden. Auch schon vorausgedacht für den YouTube-Kanal hier. Ja, weil das Mercedes-Projekt wird bestimmt Geld verschlingen. Falls irgendeiner mal Bock haben sollte, das ist kein Muss, Leute. Ich bin froh, wenn ihr meine Videos guckt und mich genauso weiterfeiert wie sonst auch immer. Oder wenn auch nicht, dann halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Aber falls jemand da ist, der vielleicht mal unterstützen möchte oder so, ich habe jetzt so einen PayPal-Link da gemacht zu meinem Scopedius PayPal-Dingsbumser. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt genau hier unten in so ein Video einfüge. Vielleicht mache ich es auch erst in den Mercedes-Videos. Oder wenn ihr auch mich vielleicht mit Carry unterstützen wollt oder was auch immer. Wenn ihr überhaupt unterstützen wollt, ne? Das ist überhaupt kein Muss. Und ich war auch ganz lange am Überlegen, ob ich sowas vielleicht erstmal überhaupt ansprechen soll, weil ich mache das hier alles zum Spaß. Man könnte mehr machen natürlich, wenn mehr Geld da wäre. Oder man könnte, sagen wir so, ich könnte es dann schneller machen. Ist aber kein Muss, ich mache die Sachen so oder so. Ob jetzt was kommt oder ob nichts kommt, ist gar kein Problem. Und weil ich will es ja haben, möchte euch aber natürlich daran teilhaben. Und ich bin noch am Überlegen, Zukunft, also gut, soweit. Das ist alles Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, überhaupt die 1000 Abonnenten voll zu machen, weil dann könnte ich rein theoretisch YouTube monetarisieren, das ein oder andere Video monetarisieren. Und dadurch bekomme ich dann halt, weiß ich nicht, einen Cent oder so pro Video, wenn da Werbung läuft. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird, weil
so viele Klickzahlen habe ich noch nicht, dass ich das, glaube ich, lohnen würde. Dann wäre halt nur unnötig Werbung für die paar Leute, die mir zugucken. Und deswegen meine Überlegung, wenn mich jemand unterstützen wollen würde, was absolut kein Muss ist, dann kann man das über diesen PayPal-Link oder über diesen Tipp-Link, so nennt sich das auch, glaube ich, über... Egal, das baue ich dann in Zukunft unter meinen Videobeschreibungen rein und fertig, Ende. Wenn da jemand Lust drauf hat, einen Cent zu spenden oder so. Der Nachteil ist natürlich, davon behält fast 50% der Staat ein. Jo, man kennt es, ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt quasi Kleingewerbebetreiber und ja, meine Firma heißt Scorpedius. Ja, man weiß ja nie, wo das noch alles hinführt. Und für Twitch musste ich es jetzt machen. Mein Schritt dieses Jahr oder in den nächsten Wochen sind die 500 Abonnenten voll zu machen. Und was ich schon mal sagen kann, bei 500 Abonnenten kommt die nächste Verlosung oder Gewinnspiel, Verlosung, wie man es nennen will. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, da gibt es sogar auch rechtlich gesehen Unterschiede. Aber auf jeden Fall kommt da und ich weiß auch schon, was ich da machen will, damit ich einfach, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, über Statusnachrichten und Bildchen auch in YouTube euch auf dem Laufenden halten kann, für die, die kein Instagram haben und haben wollen, was ich vollkommen verstehen kann. Und so, dann seid ihr da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden immer. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Und wenn mich jemand zusätzlich unterstützen möchte, was natürlich vollkommen freiwillig ist und hier wird es auch kein Käufer-Abonnent-Zeugs geben auf meinem Kanal oder so, was andere manchmal haben. Vielleicht denkt man anders, wenn man mal ein paar tausend Abonnenten hat oder so. Ich weiß nicht, was es da für Vor- oder Nachteile gibt oder was man sich davon verspricht, außer Kohle in die eigene Tasche. Leute, das hier wird nicht mein Beruf werden, glaube ich mit Sicherheit nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand unterstützen möchte, dann kann man das unten in diesem Link tun. Und ja, das ist quasi eine Direktunterstützung. Da ist auch niemand anderes dazwischen, außer der Staat, der sich seine, weiß ich nicht, 48% oder 45% einsackt. Ja, Finanzamt ist immer geil auf sowas. Ja, ich bin einfach nur froh, wenn ihr meine Videos guckt und daran teilhabt, an dem ganzen Kanal hier. Das ist natürlich schon eine Genugtuung, die reicht mir eigentlich vollkommen aus. Aber da ich das jetzt durch Twitch schon mal das alles aufgebaut habe, dann packe ich es hier auch mit rein und wenn jemand Lust hat, dann kann er es tun, wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm und ich bin niemandem böse oder sonst was, gar nicht, im Gegenteil. Guckt fleißig meine Videos und teilt meinen Kanal, wir werden größer werden und die Projekte werden, man sieht es ja jetzt schon wieder, ein Auto ist ja kein kleines Projekt und da habe ich auch mal wieder Schweineglück gehabt, dass das alles so gekommen ist, wie das kommt. Mit Carry, also mit der VN 1500, hatte ich einfach nur Schweineglück. Und da hat mich auch jemand unterstützt. Auch da muss ich nochmal ganz, ganz klar, ganz großes Danke sagen. Ein sehr, sehr, sehr guter Freund hat mich unterstützt. Ich hätte das natürlich, hätte ich es auch alles so geschafft. Nur nicht in einem Zeitraum von einem Jahr, so wie sie da steht. Ich kann jetzt in die Garage gehen und damit fahren, Leute. Das hätte ich in dem Zeitraum nicht geschafft, wenn ich die Person nicht gehabt hätte. Und wie gesagt, die Person muss auch noch ganz heimlich auf dem Motorrad oder in dem Motorrad verewigt werden. Das habe ich mir versprochen, das habe ich ihm noch versprochen, das kommt dieses Jahr auch noch. Ich bin über alles Mögliche dankbar, gerade jetzt zu der Zeit, Leute, ihr wisst, was für eine Scheiße wieder in Europa abgeht hier. Ansonsten Motorräder und der Mercedes, die kosten im Jahr echt nicht viel Geld. Und da ich alles selber machen kann, oder fast alles zumindest, ich hole mir ja ganz selten Hilfe dabei, spare ich ja Werkstattkosten, ich spare die ganzen Servicekosten, also die ganzen Arbeitsstunden und Werkstätte, das mache ich ja alles selber. Ja, und man kann viel günstig erledigen, das geht, wenn man den Platz dafür hat, und den habe ich Gott sei Dank zu Hause. Ich habe den Platz dafür. Das muss man ja auch mal berücksichtigen. Wenn man das nicht hat, dann kann man so vieles gar nicht so durchführen und durchziehen, wie ich es momentan machen kann. Dafür bin ich einfach mega dankbar. So viel Glück gehabt zu haben in den letzten Jahren. Auch so viel Glück, dass ich so eine wundervolle Frau habe oder zukünftige Frau, die das alles so mitmacht. Ne? Meine ganzen YouTube-Geschichten, dann Twitch und meine ganzen Hobbys, Motorradclub noch nebenbei, was ja jetzt durch Corona-Zeit auch sehr abgedämpft ist, aber ich hoffe, dass die Zeiten auch wieder besser werden. Aber dann haben wir haben auch immer noch Corona, das ist jetzt auch noch dabei und der ganze Scheiß und der ganze Bums und das kotzt mich einfach alles nur an und trotzdem habe ich euch da draußen
die mich komplett ablenken zum Teil, weil ich für euch die Videos mache und da habe ich mega Spaß dran und das wird auch, das wird ja gar nicht einschlafen. Das ist ja genau das Ding, was ich ja will. Und vor allen Dingen Motorrad, Autos, alles so, was meine Hobbys sind. Dann habe ich Twitch, dann habe ich das Zocken dabei und auch da ist schon der ein oder andere Taler schon bei rumgekommen. Und darüber bin ich einfach mega dankbar und ohne Zwang und ohne, dass das jemand machen muss und einfach nur aus Spaß und Freude, finde ich sehr geil. Und wie gesagt, ich bin einfach mega dankbar über die Möglichkeiten, die ich einfach habe momentan. Natürlich, mein Vorhaben wäre jetzt auch gewesen, ich kaufe mir eine Harley irgendwann jetzt in nächster Zeit. Und dadurch, dass aber jetzt das Auto dazwischen gekommen ist und das mir einfach, weil das so einen hohen emotionalen Wert für mich hat, gerade jetzt, jetzt gibt es keine Harley, weil das Auto ist jetzt im Vordergrund für mich, im Hinterkopf, den hinzukriegen und den zu halten und so lange wie möglich zu halten, vielleicht dafür immer, man weiß es nicht. Meine Frau sagt immer, ja, du sagst immer und machst es nicht. Aber dieses Fahrzeug hat halt einen sehr hohen emotionalen Wert für mich. Und es ist auch kein Alltagsfahrzeug, das heißt, ich bin nicht drauf angewiesen. Deswegen kann da alles ganz langsam passieren. Und da kann man gerade aktuell auch einfach nur dankbar sein. Ich habe einen guten Job, Leute. Auch wenn ich in den letzten, für mich selber jetzt, viel gemeckert habe über den Arbeitsplatz und auch mit vielen unzufrieden war. Aber trotz allem muss ich mir mal im Klaren sein, was für einen guten und noch recht sicheren Job ich eigentlich habe. Und auch, dass ich für mich auch wieder da wieder Richtung positiv denken muss. Klar, Corona-Zeit hatte bei jedem von uns und für jeden von euch Einschnitte gehabt. Bei dem einen mehr als bei dem anderen. Wenn du in der Großindustrie gearbeitet hast, die haben Leute rausgeschmissen. Du musstest für drei Leute die Jobs mitmachen und das ist auch bei uns nicht anders gewesen. Oder auch aktuell nicht anders. Überall will und muss man sparen wahrscheinlich. Und auch da bin ich einfach in der glücklichen Position, trotzdem so einen halbwegs guten und sicheren Job, ist ein guter Job auf jeden Fall, da ist ein Weltname da zu haben und ein bisschen mehr auch für mich, für meinen inneren Frieden und für mich selber auch zu sagen, also ehrlich zu sein, wie dankbar ich eigentlich sein muss. So. Ja, und euch bin ich da draußen auf jeden Fall dankbar, dass ihr so eisern meine Videos weiterschaut und ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, letztes Jahr war der erste Ride Out durch euch, durch mich, durch diesen ganzen Kanal hier. Und den plane ich jetzt auch für dieses Jahr mindestens zweimal zu machen. Jetzt im Frühling auf jeden Fall, irgendwann April oder was. Ich muss mal schauen, jetzt haben wir schon Anfang März, wir haben schon den 2. März, April, Mai ungefähr, machen wir den ersten Ride-Out und dann auf jeden Fall so gegen Ende des Jahres, so wie letztes Jahr wieder, dass wir dieses Jahr zwei Ride-Outs reinkloppen. Und ich denke mal, ihr habt da sowieso Bock drauf. Ich werde mir mal jetzt in den nächsten Wochen mal ein paar Termine im Kopf irgendwie überlegen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, ich werde wahrscheinlich das auch so machen, dass der ein oder andere 125er Fahrer dann auch mitfahren kann. Und weil davon habe ich einfach einige Zuschauer und warum soll ich die außen vor lassen? Das muss ich irgendwie gucken, weil ich werde wahrscheinlich sowieso mit meiner Shopper fahren. Dann, und die meisten, die jetzt da waren, waren sowieso Shopper-Fahrer, bis auf GT Matze, der war da ein richtiger Außenseiter. Also Motorrad, von der Motorradart gesehen, aber jeder einzelne Mensch da, das hat einfach gepasst. Jeder hat sich mit jedem unterhalten. Es war wunderbar, wirklich. Ich habe es schon gesagt, ich habe es schon öfters gesagt. Ich bin immer noch überwältigt, aber ich bin immer noch stolz darauf, welche coolen Leute ich hier auf meinem YouTube-Kanal angezogen habe. Und wenn genau, und wenn es auch wieder nur genau die gleichen Leute sind und keiner dazukommt, ist mir egal. Aber die Leute waren, jeder einzelne von denen, top drauf. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Ride-Out, auf jeden Fall. Genau, davon zwei Stück dieses Jahr. Ja, dann ist das Jahr auch schon fast wieder um. Ne? Mit der ganzen Schrauberei, Videos, die demnächst noch kommen. Von Fahrzeugen habe ich ja genug, wo man schrauben kann. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos wieder, muss ich sagen. Auf das, was so kommt und was ich mir vorgenommen habe. Es klappt auch nicht immer alles so, was man sich vornimmt. Ihr kennt es ja selber. Es ist immer so, dass irgendwas mal nicht funktioniert oder irgendwas nicht klappt. Und ja, dann ist das manchmal so. Ha 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 ha!
einfach zu geil, Leute. Das ist so geil. Oh, habe ich das vermisst. Wie gesagt, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr schaltet weiterhin ein dieses Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und Hände über der Bettdecke lassen.